Corona-konform sind. Und wir fragen uns, sind die Kinos jetzt tatsächlich wieder offen? Einlass gegen Schnelltest, so das Modellprojekt. Die Leute reisen tatsächlich hunderte Kilometer weit an, nur um endlich mal wieder ins Kino zu gehen. Jetzt zerbeiß ich's. Macht es. Es ist vorbei. Das große Rätselraten ist endlich vorbei. Gestern war The Masked Singer Finale. Und wir hatten einen richtigen Tipp. Der kam von mir. Richtig. Ich bin sehr stolz. Ja. Alles, was ich davor gesagt habe, war falsch. Und Flamingo, Schildkröter, Dinosaurier und Leopard wurden enttarnt. Und einer hat gewonnen. Und Sie kennen ihn alle. In unserem Team bin es dann ich. Backstage-Redakteurin Amira Tröger, die hat alle Antworten. Das nimmt auch kein Ende irgendwie. Ne? Nee. Kurze Pause, es funktioniert. Da bin ich sehr gespannt. Sehr gespannt jetzt auch auf die neuesten Zahlen, was Corona angeht. Hier ist Max Oppel mit den Nachrichten. Morgen, Max. Es wird schön, wenigstens was draußen. 6.32 Uhr, guten Morgen. Bisschen spät, deswegen jetzt ganz schnell kennst du. 6.46 Uhr. Ich bin sehr gespannt, was der kleine Wacki heute so in seinem Bauchladen hat. Ja, folgendes. Also, das hier ist eine Dose. Wissen wir alle, ne? Dieses kleine Ding hier oben. Weißt du, wie das heißt? Also, den Begriff? Diesen Schniepel da oben. Ich habe noch ein paar weitere Beispiele. Ja, nee, weiß ich nicht. Kennen Sie dieses Ding hier? Das ist das vom Einkaufswagen, ne? Wie heißt das? Schnubbel. Ja, ja, genau. Genau. Schniepel, das sagt man, Schnubbel oder jeder, genau, jeder weiß, gemeint ist. Oder das hier ist eine Sonnenbrille. Auch ganz... klar, und die sollte mal sauber gemacht werden. Aber wie heißen die Dinger, die auf deiner Nase aufliegen? Auch irgendwas mit Schnubbel. Mit Schnubbel. Unterm Strich genau. alles Schnubbel. Genau. Wir haben noch zig. Auch das hier, ne, aus dem Supermarkt. Kennen wir auch alle. Wir klären das jetzt mal, wie der richtige Name für diese Alltagsgegenstände sind, von denen wir eigentlich nicht genau wissen. Guck mal hier, Ohrring, auch so eine gute Frage. Ne? Das ist ein da warte ich echt drauf. Ich habe keine Ahnung, ich benutze das täglich, keine Ahnung. Aber unser Kollege Marcel Mühlmeister hat sich erkundigt und recherchiert. Der Marci, der mit dem Shot. Fand ich einen schönen Satz. Wolf, Wolf sein lassen, so wie Mensch, Mensch sein lassen. Ist doch schön. Aber trotzdem, ich meine, die Dinger sind echt groß. Ne? Also du kriegst schon ein mulmiges Gefühl. Ich bin auch es groß. Ist 8 Minuten nach, ja, da, ich habe auch ein mulmiges Gefühl. Mhm. Ich versteck's nur gut. 8 Minuten nach 7, jetzt um ganz große Emotionen beim Finale von The Masked Singer. 4 Promis wurden enttarnt und wir zeigen Ihnen, wenn Sie es nicht gesehen haben, wer unter den Kostümen steckt. Endlich ist es vorbei. Ja. Den Wolf einfach Wolf sein lassen, den Mensch Mensch sein lassen, ist doch super, oder nicht? Das nehme ich mit. Wenn er nicht so groß wäre. Aber ich lasse ihn auch sein. Ich hat ja seine Daseinsberechtigung. Das stimmt. Und mir ist ich war Möbelhelfer. Ich habe quasi Umzüge gemacht für Eishockey-Profis. Oh, okay. Eishockey-Profis? Für Eishockey. Ach ja. Kriegen wir doch hin. Auch der Wolf hat seine Berechtigung. Und wir blicken auf das große Finale in Woche 6 beim großen Promi-Backen. Und man mag es kaum glauben, Kollege Boschmann ist mit dabei.